Was kommt jetzt schon wieder? Muy bien. Muy bien. Das soll ein Chip sein. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir drehen mal wieder ein Essensvideo und es war schon wieder heller einkaufen. Irgendwie komme ich nie dazu. Ja, 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 das hätte ich auch gesagt. Ich kaufe jetzt alle Sachen für den Buchstaben L ein. L wie Litschi. Hast du Litschis gekauft? Nein. Okay, ich bin gespannt. Lass uns mit dem Frühstück beginnen. L wie Toastbrot? Ich hab's genau gesehen. Nein. Toastbrot fängt nicht mit L an. Was ist das? Landbrot. Brot. Also es ist, glaube ich, einfach schwedisches Toastbrot. Und dazu haben wir leichte Orange. Sehr nice. Aber die Frage ist, was essen wir auf dem Toastbrot? Es gab leider nichts wie Frischkäse oder Butter oder irgendwie sowas. Leider. Ja. Deshalb essen wir direkt auf dem Landbrot. Entweder Le Rustique, das ist ein Camembert, oder Lachs. Lachs ist gut. Aber das Ding ist, Le Rustique ist, glaube ich, die Marke. Nein. Der Käse ist ja Camembert und Le Rustique ist scheinbar die Marke. Außerdem habe ich noch ein Getränk gekauft, Tom, was wir beide lieben. Latte Macchiato. Latte Macchiato. Liebst du das? Ich nicht. Nein, es war natürlich ein Scherz. Oh. Es war Ironie. Ich werde jetzt mal diesen Latte Macchiato probieren. Tom und ich mögen keinen Kaffee, aber vielleicht schmeckt der ja besonders gut. Es schmeckt nicht schlecht. Echt? Mm-mm. Nee, der Geruch ist schon mal eine minus 10. Nee. Nee? Ich weiß nicht, was man daran lecker findet. Hä? Und warum trinkst du das jetzt zum zweiten Mal? Weil ich den Geschmack nochmal testen will. Aber so schlimm ist es nicht. Es ist nicht so schlimm wie ein Kaffee. Aber es auch ist trotzdem nicht köstlich. Also nicht so, wie du gesagt hast. Gut, ich habe jetzt aber Hunger und Durst. Ich hole mir jetzt ein Glas, aber nur eins, weil du kannst ja dein Latte Macchiato trinken. Im Ernst, hast du jetzt wirklich nur ein Glas geholt? Hab ich doch vorher auch gesagt. Lass uns mal heute nur so in Schwedisch sprechen. Wir trinken jetzt eine Orangensaft. Das war eher Französisch. Wow. Schmeckt gut? Schmeckt echt wie eine leichte Orange. Ich glaube, das ist einfach Orangensaft mit Wasser gemischt oder so. So schmeckt es jedenfalls. Nicht so nice. Ja, ist in Ordnung, aber ich will auch einmal probieren. Ausnahmsweise. Es schmeckt halt einfach nicht intensiv. Gut, dann das liegt daran, dass es eine leichte Orange ist. Aber das schmeckt wirklich so ein bisschen wie, als wäre da nicht genügend Saft rausgekommen oder so. Es gab halt so die leichte Butter. Aber das konnte ich da nicht nehmen, weil davor stand ja dann die leichte, weißt du? Und du standst auch davor, ja. Vor der Butter. Ja, ja, ich stand vor der Butter und hab geschaut. Und die stand auch davor und dann konntest du dich an die vorbei und deswegen konntest du sie nicht nehmen, weil die im Weg stand. Oh, so okay. Richtig. Die Frage ist, toasten wir das jetzt? Können wir machen. Wir toasten mal eins und eins lassen wir ungetoastet. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Brot lieber getoastet oder ungetoastet mögt. Tom, wie magst du dein Brot am liebsten? Kommt drauf an, was für ein Brot es ist. Toastbrot natürlich getoastet, aber so Schwarzbrot und sowas lieber ungetoastet. Also da wir den hier ja nicht essen dürfen, während das Toastbrot toastet, werden wir daran einmal riechen. Das ist doch schön. Erstmal so eine... Erstmal eine kräftige Nase, wollte ich sagen, nehmen. Ist ja furchtbar, es stinkt halt. Hast du den Toaster gehört? Das ja. Brot ist fertig. Das ist ja wohl ein perfektes Toast. Das ist wirklich perfekt. Das ist wirklich richtig perfekt. Ich finde, das Brot sieht echt gut aus eigentlich. Ich habe das einfach noch nie im Regal stehen sehen. Weil es meistens auch liegt, glaube ich. Wie kann man so schlechte Witze machen? Und wieso hast du jetzt Biolachs gekauft und keinen normalen Lachs? Bei den anderen stand die ganze Zeit so Räucherlachs oder sowas davor. Okay. Und das war der einzige, wo halt Lachs quasi... Da stand nichts davor, da konntest du einfach das nehmen, ne? Ja, schon wieder hatte ich das gleiche Problem, dass hier davor stand. Ja, das ist wirklich nur eine Scheibe und dafür 3,40 € ist schon viel. Aber es ist Bio. Es ist halt ein bisschen komisch, das ohne Soße und ohne Butter oder sowas zu essen. Sei glücklich mit dem, was du bekommen hast. Ist danach dann noch irgendwas anderes zu essen? Erst zum Mittag wieder. Magere Ausbeute heute. Ah, oh mein Gott, ich habe noch was vergessen. Mir ist nämlich beim Einkaufen eine Sache eingefallen. Und du weißt, ich benutze es eigentlich nicht als Aufstrich. Aber eigentlich benutzt man das schon als Aufstrich. Und zwar das hier. Lotuscreme. Lotuscreme. Aber ist Lotus nicht die Marke? Nein, Biscoff ist die Marke. Okay. Okay, ich weiß es nicht, aber crunchy. Aber auf dem Keks steht auch Lotus. Ich glaube, das ist dieser Lotus-Keks. Also ich muss sagen, das gilt. Aber ich benutze das immer nicht als Aufstrich, sondern ich löffel das einfach. Das ist auch so komisch. So wie meine Schwester. Soll ich dir kurz eine Story erzählen? Die hat früher immer Nutella gelöffelt und dann waren wir mal so richtig lange weg und sind wiedergekommen und dann stand einfach so ein verschimmeltes Glas Nutella mit einem Löffel drin in dem Kleiderschrank von meiner Schwester. Wie kann denn bitte
könnte dieses Nutella schimmeln? Da ist so viel Zucker drin. Nein, das stand so lange da und offen. Und wenn man da schon einen Löffel mit Speichel drin hat, dann schimmelt das irgendwann. Okay. Ja. Das ist dann nicht so lecker. Grüße gehen raus an meine Schwester. Jetzt werde ich mir das einfach mal hier auf mein Brot schmieren. Die ist wirklich lecker. Aber ich muss sagen, gelöffelt schmeckt sie besser. Aber es ist auch nicht schlecht. Ich finde es halt weird, dass man so einen Keks auf ein Brot schmiert. Es schmeckt halt original wie dieser Keks, den man immer zum Kaffee oder so dazu kriegt. Ich esse mir jetzt mal mein Lachsbrötchen hier. Das sieht aus wie ein richtiges Lachsbrötchen. Mit so zwei Fitzel Lachs. Ja, ich muss gleich noch ein bisschen mehr drauf tun. Du hättest mal noch so leichten Meerrettich kaufen sollen. Es ist nicht so schlimm. Es ist ein bisschen trocken, aber nicht schlimm, oder? Auch ein bisschen trocken. Es gab wirklich keinen Frischkäse. Ich habe alles abgesucht. Alles. Alles. Also seid glücklich. War es das schon mit dem Frühstück? Ja, du kannst ja noch ein paar mehr Scheiben essen. Also so schlimm ist es gar nicht. Aber ich habe trotzdem noch sehr viel Hunger. Deshalb bin ich gespannt aufs Mittagessen. Weiter geht's mit dem Mittagessen. Ich bin sehr gespannt. Hella, was gibt es? Ich hole jetzt einmal mal die ganze Tüte hierher. Es gibt Löstau, das fängt auch mit L an. Stimmt. Zum Mittag werden wir essen Langkornreis. Langkornreis? Mhm. Lachs. Da steht aber ein Wild im Weg. Ja, ich weiß. Aber wenn ich es gleich einfach schnell auspacke, dann ist es Lachs. Ich wollte halt nicht neuen kaufen, also normalen Lachs, weil den hatten wir jetzt schon so ewig in unserer Gefriertruhe. Und der muss auch mal gegessen werden. Ja, dann lassen wir es ausnahmsweise gelten. Und dazu, damit das Ganze mal perfekt ist, gibt es diese Lachs-Sahnesoße dazu. Wow. Das ist ja wohl mega gut. Das ist ein komplettes Mittagessen. Das stimmt. Also du musst sagen, da habe ich mir schon richtig hier... Kapieren. Was ausgedacht. Hier. Und davon soll er satt werden? Ja. So, Tom, wir brauchen eine Auflaufform. Gut, dass du dich so gut hier in der Küche auskennst. Ja. Du musst ja ziemlich oft hier unterwegs sein. Hä, ist das hier? Nein. Okay, das... okay. Hä? Hier ist es doch drin, oder? Yes. Das wusste ich natürlich sofort, wo die Auflaufform ist. Das soll für uns beide reichen. Ein Lachs. Ich dachte, da wären zwei drin. Ja, das sind doch zwei Stücke. Eins, zwei. Ach so. Einer kriegt das große und einer dieses kleine. Ja. Okay. Wir kriegen den Po vom Fisch. Ich schaue lieber mal hier auf die Bedienungsanleitung. Zubereitung im Ofen. Umluft auf 180 Grad vorheizen. Das hast du bestimmt schon gemacht, oder? Ja, natürlich. Okay. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir zum Mittag Lasagne gegessen hätten. Oh, das wäre auch eine gute Idee gewesen. Hast du das noch? Das gibt so eine schöne Frage. Ich sag gar nichts. So. Das war so schlecht, Ella. Ich hab's dir sofort abgelesen. Willst du die nicht irgendwie mit Öl einschmieren? Sonst klebt der Lachs dann einfach dran. Das können wir nicht benutzen. Öl fängt nicht mit L an. Dann nimm doch Lö. Andersrum, rückwärts gesprochen. Wir haben Leinöl! Ich übertreibe nicht. Das können wir nehmen. Ja, aber nicht zu viel. Das schmeckt sonst, glaube ich, komisch. Nimm einfach so ein Lachsstück und reib das da ein. Sehr gut. Ich glaube, wäre mein Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber... Beutelinhalt in 250 Milliliter Sahne einrühren. Hier. Kapieren. Das hätte ich mir vielleicht vorher durchlesen sollen, denn das ist nicht einfach ein Pulver, was du hier drüber streust, sondern man muss das jetzt mit Sahne irgendwie zusammentun und das dürfen wir ja gar nicht benutzen. Lass uns das einfach da drüber streuen, Nein, oder? Wir probieren es mit Wasser sonst. Das ist eine gute Idee. Das sind 250 Milliliter. Jetzt nur noch 249. Oh, jetzt sind es 251. Lügen darf man nicht sagen. Das wird halt so ein Fail, ich sag's dir. Mmh, lecker, lecker. Es riecht aber schon richtig gut nach Lachs. Vielleicht wird es jetzt einfach eine Lachssoße und keine Lachs-Sahnesoße. Lachswassersoße. Ich weiß ja nicht. Wir machen es jetzt einfach. Es ist, wie es ist. Jetzt kommen wir zu einer Sache, bei der einfach nichts schief gehen kann. Und zwar diesem Reis, den man einfach nur drücken muss, der in 2 Minuten fertig ist. Mikrowelle an. 2 Minuten. Start. Da kann einfach nichts mit schief gehen. Und warum dreht es sich? Es kann nicht schief gehen. Warum dreht sich das nicht? Irgendwie... Das ist irgendwie nicht richtig da drauf. Nee. Das kann wirklich nicht sein. So, jetzt stell das nochmal rein. Wir machen weiter ab der Stelle. Es kann jetzt einfach nichts mehr schief gehen. Jetzt dreht sich. Wow. In der Zeit, wo wir auf das Essen warten, trinken wir schon mal was.
Weil wir haben Durst. Ja. Und zwar einmal haben wir das hier. Das ist ein... Leichte Limo. Alles heute leicht, okay. Ist irgendwie so eine bittere Orange oder so, so eine Zitrone. Oder? Was sagst du? Finde, schmeckt gut. Schmeckt einfach nice. Und jetzt, Tom, habe ich noch ein anderes Getränk. Was ist das? Eine Limonade. Das ist smart. Emio Drinks. Schmeckt auch wie eine leichte Limonade, muss ich sagen. Leider mit ein bisschen Zahnarzt-Touch. Zahnarzt-Touch? Ja, denk mal an Zahnarzt. Keine Ahnung. Okay, ich hab Hunger. Der Rice ist fertig. Und jetzt wird das gerecht aufgeteilt. Ja, sehr gerecht. Das war's. Oh, da war irgendwie sehr wenig drin. Ja, das ist mein Teller. Ja, das ist dein Teller. Ich glaube, das ist noch nicht gut. Die Soße ist so flüssig. Das ist halt wirklich einfach nur Wasser. Nein. Ich weiß ja nicht, der ist noch lange nicht durch. Der muss der noch ist noch wirklich gar nicht okay. Gut. Da stand aber nur 6 bis 8 Minuten drauf oder so. Wahrscheinlich, wenn der schon aufgetaut ist. Dann warten wir nochmal weiter. Okay. Das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Perfekt. Das Problem ist nur, jetzt ist der Reis schon wieder kalt. Egal. Durch die Soße wird es gleich wieder warm. Meinst du das heiße Wasser? Ja. Kippst du das Wasser jetzt oben drauf? Ja. Also es ist vielleicht auch einfach Fischsuppe. Ja, ist doch gut. Also ich muss schon sagen, das sieht nach einem richtig leckeren Mittagessen aus. Dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Ich habe Angst. Wovor? Der Fisch ist dir lieb nicht mehr. Vor dem brauchst du keine Angst haben. Es geht wirklich. Okay, ist der Lack. Oh! Was kommt jetzt schon wieder? Das war es jetzt zum 10. Mal, Leute. Vor einer halben Stunde, als ich das da geplant habe oder gemacht habe, habe ich das mir in meine Jackentasche gesteckt. Lachsgewürz! Oh, nice. Eine Prise. Du auch? Ja. Jetzt probiere ich mal den Lachs. Ich bin positiv überrascht. Probier du mal. Ich probiere einfach alles gleichzeitig. Lachs, Wasser, Langkornreis. Das kann man ja wohl essen. Es wäre auf jeden Fall schlimmer ohne die Soße als mit dieser Wassersoße, weil sonst wäre es richtig trocken. Ich finde das ganz lecker. Also wahrscheinlich mit dieser Sahne wäre es noch besser, aber es ist jetzt nicht ungenießbar. Du fährst falsch herum, Hella. Ich hab Hunger. Ich hab es Hunger. Es ist noch voll früh. Ich hab Hunger. Ich möchte jetzt Abendbrot essen. Ich kann mir auch schon vorstellen, was es gibt. Lasagne. Falsch. Es gibt was anderes. Was kommt jetzt? Es geht... Baguette? Laugenbaguette. Laugenbaguette. Mhm. Aber das kann ja nicht alles sein. Lasagne. Lasagne. Schau mal, die ist gar nicht so ungesund. Und die ist Gemüse. 35 bis 45 Minuten. Als wenn man das jetzt einfach so insgesamt da reinstellt. Die sieht ja super lecker aus. Rein mit der Lasagne. Das muss ja auch rein. Ja, machen wir das auch noch zusätzlich rein. Ta-ta-ta-ta. Nice. 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 Zack. Zum Trinken haben wir leichte Limo. Hä? Hatten wir das nicht gerade schon? Nein, wir hatten Zitrone. Jetzt haben wir Orange Maracuja. Ah. Ich probiere jetzt erstmal. Schmeckt ganz gut. Ich probiere mal, welche besser schmeckt. Leichte Zitrone oder leichte Maracuja? Orange Maracuja. Das ist ein bisschen zu bitter, diese Zitrone. Haben wir das auch geklärt? Das Essen ist fertig. Das ist ja noch nicht alles. Ja, das andere braucht noch ein bisschen. Das ist der Vorsnack, der Vortisch. Vorspeise. Ja, dann Vortisch. Die Vorspeise. Das kann was. Ich hätte halt alles mit Laugen kaufen können, ne? Mhm. Laugenbrötchen, ja. Laugenstange. Fällt dir das jetzt gerade erst auf? Mhm. Ich liebe halt alle Laugensachen, deshalb einfach mal her. Muy bien. Muy bien. Wirklich lecker. Die Laugenstange ist jetzt fast aufgegessen. Wir das warten. Das ist ein Laugenbaguette. Ja, ist ja das Gleiche. Wir warten jetzt auf die Lasagne und ich google, oder eher gesagt, ich frage ChatGPT in der Zwischenzeit, welches Essen alles mit L anfängt. Linsensuppe, Lebkuchen, Limette, Lamm, Lakritz, Lauch, Leberwurst, Langusten, Lorbeerblätter, Lumpia. Es gab schon viele Sachen mit L. Es gab schon einiges, nicht so viel wie mit anderen Buchstaben, aber schon noch einiges. Vielleicht habe ich ja noch was im Petto. Dann hol das doch jetzt. Dann essen wir das jetzt zwischendurch. Okay. Den Snack. Das hast du jetzt noch gar nicht aufgezählt beim Essen. Kipp die Tüte einfach raus. Chips. Was ist das? Was ist das? Long Chips? Und Linsenchips. Ah, Linsensuppe, Linsenchips. Ich frage mich, was das hier ist. Mach mal auf. Sind das so richtig lange Chips? Das sind einfach Stangen. Das soll ein Chip sein. Wie mal, ob das wie Chips schmeckt.
Oh mein Gott, ja. Das schmeckt einfach wie ein langgezogener Pringle. Echt? Mhm. Das ist der längste Chip der Welt. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Das schmeckt echt wie Pringles. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich finde, die Verpackung sieht ultra cute aus. Aber ganz kurz, Long Chip ist ja schon wieder die Marke. Oh. Oh. Schnell weg damit. Wir essen jetzt diese Linsenchips. Nicht so gut. Die schmecken sehr nach Dill. Okay. So sehen die aus. Das ist wirklich merkwürdig irgendwie. Dann hol mal die Lasagne, falls sie fertig ist. Wie isst man das jetzt? Vielleicht dreht man es einfach. Nein! Oh Tom, der ganze Käse ist jetzt unten. Ih, das sieht ja voll eklig aus. Hä, so sieht Lasagne aus, nur andersrum. Wir teilen uns einfach einen Teller. Oh mein Gott! Oh, das war mein Ellbogen. Alter, das war richtig doll. Ja, aber egal, so schlimm war es nicht. Wir wollten die Kamera gerade aufstellen und dann, ja, so geht's hier zu. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ist halt sehr gemüselastig. Ja, es ist eine Gemüselasagne. Was erwartest du? Mir fällt eine Sache ein, die ich fast vergessen hätte. Wie den ganzen Tag schon. Und zwar wollte ich gerne das eigentlich noch quasi als Schicht hier drüber streuseln. Das sollte mitgebacken werden. Leicht. Alles heute leicht, okay. Leichte Orange. Schmeckt auch wie eine leichte Limonade, muss ich sagen. Leichte Limo. Jetzt ist es aber zu spät dafür. Aber wir können noch diese Lasagne aufessen. Dafür, dass es ein Fertigessen ist, ist es ganz gut. Ich glaube, wir haben noch nie so früh Abendbrot gegessen. Ich hoffe, das hält jetzt noch den ganzen Abend, aber sonst essen wir halt noch unsere Linsenchips. Die also, so lecker waren. Ja. Aber das war's mit dem Video L. Als nächstes kommt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Wie? Melone! Wir können Melone mit Mayonnaise essen. Und M&Ms. Da gibt's auf jeden Fall viel. Ich bin sehr gespannt und hoffentlich gehe ich dann endlich mal wieder einkaufen. Ja. Also Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was euch noch mit L einfällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Hungrig bleiben und tschüss. Tschüss.